Okay, nochmal der Versuch. Wie gesagt, die Fehlversuche könnt ihr in einem, werde ich verlinken. Zumindest ein, zwei davon oder so. Ja. Also der Witz ist einfach nur, dass die Karte hier am Kartenrand verlassen. Das ist quasi unsere einzige Chance, wie wir überleben können. Wenn wir ein bisschen Glück haben, können wir hier Palisaden so aufbauen, dass sie, wenn die mir nicht in die Quere kommen natürlich, dass sie hier drum rumlaufen müssen und vorher schon zur Flucht quasi gezwungen werden, unfreiwilligerweise. Ach, jedes Mal, ich mit dem Cursor über den nächsten Arbeiter komme, wird das Symbol zurückgestellt. Das ist sehr nervig. Wir müssen das hier komplett dicht machen. Sonst sind wir nicht sicher. Es darf nur an einer Seite offen sein. Und zwar das Ganze möglichst schnell. Okay. Wir können ja schon mal ein Fallelementar als Schutz und ja, ist nicht gefailt. Das ist gut. Direkt noch eins hinterher. Zack. Lenken wir das mal so ein bisschen hier rüber, das Geschehen. Das nur für den Notfall. Also, du musst ein bisschen vor und du ein bisschen zurück, um die Arbeiter zu schützen. Ja, nicht ganz so weit. So. So. Bis jetzt jede Minute müssen die Goblin-Spinnreiter da langkommen. Oh, der ist noch nicht. Der ist schon wieder frei. Was? Nein, ich will nur einen, bitte. Warum kannst du denn jetzt nicht arbeiten? Du musst unbedingt übereinander stehen. Jetzt geht ihr auch noch übereinander. Und ich euch nicht vernünftig anvisieren kann. Ist ja prima. Und da ist noch einer. So. Und so. Also geht doch. Aber hier ist immer noch offen, das ist schlecht. Hat er jetzt aufgehört zu arbeiten? Wow, das war ja komisch. Ja, das geht so schnell, weil er direkt am Wald steht anscheinend. Na, soll da rechts sein. Wow. Komm, hör viermal zumachen, wenn es geht. Ja, der kann das irgendwie blitzartig, verstehe ich gar nicht. Was da die Logik ist. Das eine Loch ist schon seit Ewigkeiten nicht gefüllt. Wenn ich den Mauszeiger gedrückt halte, bringt auch nichts. Okay, da sind schon die ersten jetzt. Goblin-Spinnenreiter. Kriegt ihr die auch rein? Kampfschaden da oben. Die Arbeiter noch mehr Zeit haben. Okay,
Okay, du bist da anscheinend ein bisschen gefangen. Du bist unbeschäftigt. Hier ist offen, die nutzen die kleinste Lücke, das ist echt scheiße. Ja, das ist gut, wenn du da zumachen würdest, das wäre echt super. Ah, sehr gut, sehr schön. Ich bin schon ein bisschen sicherer. Seid ihr noch am Schießen? Nicht so wirklich, ne? Ist denen wahrscheinlich zu weit? Ja, so ein paar, zwei, drei müde Pfeile schießen sie ab und dann hören sie wieder auf. Ein Feuerelementar haben sie geplättet. Wind zeigt nach Norden. Ich könnte eine Flammenwand casten. Ist nicht drin. Werden aber gleich uns mit Pfeilen beschießen, deswegen gebe ich dem mal ein magisches Schild. Kommt schon, macht endlich zu und nicht nur die Löcher anstarren. Der geht da jetzt hin und tut sich nichts, ne? Er hat immerhin mal was gesetzt. Das ist total komisch, echt. Manchmal geht alles rucki-zucki und manchmal... Okay, die Einheit ist geplättet, aber da kommt schon die nächste. Wolfsschützen. Geben wir denen auch schon mal ein magisches Schild hier. Jetzt ziehen wir uns ein bisschen weiter zurück. Den anderen. Okay, das war's. Das ist das Ende der Arbeiter, schätze ich mal. Ja, jetzt können die aber auch mitmischen. Ich hoffe jetzt, dass die nächsten Truppen hier außen, links außen rumgehen. Müssen anscheinend ein bisschen weiter nach rechts. Nein, absolut nicht. So wie ihr das jetzt machen wollt. So. Tanzt da nicht so rum, Mann. Ich brauche eine vernünftige Formation. Aus, wenn es nicht besser geht. Oder doch noch. Wäre schön, wenn die hier diese Lücke schließen würden. Solange die noch nicht im Nahkampf verwickelt sind. Immer am Ende, wenn der große Schwung kommt, dann wird das Spiel merklich träge. Es fängt richtig an zu laggen. Ach, mach doch hier endlich zu, Mensch. Zu spät. Ich hoffe, das reicht. Der war jetzt schon 10-mal da und buddelt nur 3 neue Löcher, anstatt eins mit einem Pfeil zu füllen. Das ist so nervig. Und die hören auch schon wieder auf zu schießen aus irgendwelchen Gründen. Immer nur so 1-2 Pfeil, jetzt wollen sie doch. Tja, Arbeiter gibt's wohl jetzt nicht mehr.
Ah, ja, genau das ist es, was ich wollte. Die sind jetzt nämlich hier am Rand der Karte verschwunden. Obwohl die hier eigentlich angreifen wollten. Und das ist ein bisschen blöd, das ist ein bisschen cheaty, cheatmäßig. Aber es ist das Einzige, ich habe die Karte, glaube ich, jetzt, ich weiß nicht, 7-mal gespielt oder noch häufiger. Das ist das Einzige, was halbwegs funktioniert. Wobei ich jetzt nicht weiß, wie ich mit diesem Pfeilhagel hier klarkommen soll. Die sind am Flüchten. Game lagged, wie irre. Ach, die ganzen Pfeile überfordern das Spiel anscheinend, ich weiß nicht. Okay, ich sehe überall Sanduhren, das heißt, die sind alle auf Fernkampf. Wenn die hier jetzt rum wollen, wenn die jetzt hier durchkommen, könnte sein, dass sie trotzdem im Nahkampf kommen, was ich nicht hoffe. Ist schon irgendwie alles sehr seltsam. Ja, jetzt laggt das wieder total, hinkt. Ich versuche hier den Bildschirm zu bewegen. Schrecklich. Wie viel haben wir denn? 90, 100, 100. Ach, uns geht's ja blendend. 77, 18. Das sieht doch ganz gut aus. Der große Schwung wird allerdings nochmal interessant werden. Er müsste jetzt auch gleich kommen. Okay. Das ist auch komisch, dass sie sind am Fliehen für eine halbe Sekunde und dann fangen sie sich wieder. Vielleicht weil die anderen Einheiten sehen. 62, 94, 90, 100. Wenn überhaupt einer angeschlagen ist, dann die, aber ich glaube, die waren schon etwas angeschlagen auf jeden Fall. Ja, der magische Schild scheint doch ganz gut zu helfen. Cool. So, eine Einheit weniger da oben. Na, wo bleibt die Hauptstreitmacht? Da kommen sie. Die werden auch Kanonen dabei haben. Furien, Wolfreiter, Klangets, Helden, alles Mögliche. Da kommt noch mehr. Wie eng die jetzt hier an den Bergen vorbeireiten, weil die gerade auf uns zureiten hier. Das sieht man schon. Die AI arbeitet ein bisschen. Deswegen ist es so wichtig, dass die Polizisten hier außen rumfliegen, damit die hier verschwinden. Ich hoffe, dass das funktioniert. Sonst sind wir nämlich gearscht. Weil wir können nicht flüchten. Schauen wir mal. Ja, raus. Raus. Wunderbar. Oh shit, der magische Schild ist weg. 69. Ja, die haben schon ordentlich gelitten. 100. 100. Kannst du wieder... Yes. Perfekt. Oder der hat den gerade weggezaubert, den magischen Schild. Man kann Palisaden auch zerstören, aber hier ist auch schon der Grenzbereich, wo die verschwinden, was super ist. Das ist richtig gut. Das heißt, sie können uns eigentlich nie erreichen, wenn ich das richtig sehe. Das ist natürlich abgesehen vom Fernkampf. Da sind meine momentan ganz gut. Mit dabei, guckt euch das mal an, ja, alles grün. Bam, 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 bam. Das wird auch echt nochmal interessant. Ich habe bisher noch nicht gegen die gekämpft. War Rix starker Arm. Mit so kleinen Dämonen oder Goblins oder was. Breitmäulige Viecher. Trolle haben sie auch. Das sind die letzten. Wie kommen die Trolle? So, habe ich wieder ein magisches Schild. Eieiei, das ist schlecht. Und
es jetzt auf den kleinen Magierboy abgesehen. Kommt der durch? Ja. Okay, das ist jetzt ein Heldenkampf. Der hat Nahkampf 7 und ich auch. Das heißt, die haben Nahkampf 6. Sind die schon im Nahkampf? Ja, dann müssten die eigentlich besiegen. 88. Und das kann ich jetzt natürlich nicht sehen. Wie schön. Ja, müssen wir jetzt durch. Tja. Also die können nichts anklicken. Ich vermute mal, die haben auch keine Sanduhr, dass sie hier wirklich im Nahkampf sind. Zumindest einer von denen anscheinend. 75. Ach, zeig mir doch bitte die Pfefferpunkte von dem anderen Arsch hier an. Oh shit, da sind sie. Bariks starker Arm. Bogenschützen. Aber der hat noch keine Sanduhr am Laufen und der auch nicht, das Katapult. Eieiei. 68. Ist zwar besser als vorher, aber ist auch nicht gerade grandios, wenn die jetzt alle sterben. Ich hätte gehofft, dass ich die ein bisschen hier drumherum führen kann. Aber wenn die jetzt alle auf Fernkampf sich einstellen, dann habe ich natürlich ein Problem. Wobei der größte Schwung, muss man auch sagen, jetzt tatsächlich auch hier vorüber ist, ne? Die sind alle raus, zapp, zapp. Könnte das überleben. Ein bisschen Glück, 53. Was haben wir denn hier noch? Armbrustschützen, Bogenschützen bei 35, die sind auch ein bisschen legiert. Die sind noch voll. Was kannst du denn? Krafttrank. Das ist kein Heiltrank übrigens. Ich weiß nicht, ich glaube, ich gehe jetzt einfach mal hier mit in den Nahkampf. Vielleicht bringt's ja was. Ich habe nämlich Angst, dass es nur der eine Zwerg ist, der hier mitmacht. Ah, jetzt haben die natürlich ein Schild verloren. Das ist blöd. Sind die bei 87? Gott, wie stark ist der Typ da, ey? Und auch, ich würde ja zu gern sehen, wen ihr da im Visier habt. 23. Oh shit, jetzt schießen die auch. Ich glaube, das wird unser Verhängnis werden. Mist. Was haben wir denn da noch? Ah, Goblin-Spinnen. Die sind echt das Problem. Vielleicht kann ich die hier rüberlocken. Boah, sind die am Laggen. Aha, okay. Ich weiß zwar nicht, was das jetzt ausgelöst hat, aber... Habe ich alle Helden getötet? Habe ich sie lang genug durchgehalten? Egal. Ich nehm's. Komisch. Es hat Tote gegeben unter Einheiten. Von den Normalos, von den Beschworenen, aber das zählt hier, glaube ich, nicht. Die Feuerelementare. Ich glaube, es waren... Ich weiß nicht was. Werden wir gleich sehen. Ah, sehr schön. Also, hiernach ist es beim letzten Mal gecrashed. Ich habe ja, wie gesagt, eigentlich schon die Karte nicht bestanden. Nochmal 1-1. Aber vielleicht dadurch, dass wir jetzt... vielleicht können wir jetzt ein anderes Intro und vielleicht funktioniert das jetzt einfach irgendwie. Werde ich mal direkt austesten. Aber vorher unterbreche ich das Video hier. Ach, gucken wir gerade noch, wer hier noch im Leben ist und wer gestorben ist. Also der lebt auf jeden Fall nochmal, das ist gut. Ordensmagier, super wichtig. Hm.
Deswegen war die Auswahl auch so komisch. Deswegen hatten die mir so viel Bogenschützen angeboten, weil die haben planen immer so ein bisschen vor, was für Einheiten die einem anbieten, was sie denken, was gut ist, was Sinn macht für die Mission. Ne? Dass man nicht einfach irgendwelche Stiere oder sonst was nimmt. So ein bisschen fürsorglich und ein bisschen einschränkend. Vielleicht wäre auch interessant gewesen, sowas hier zu nehmen. Aber tja, eigentlich müssten die jetzt hier fehlen, aber ich glaube, die sind trotzdem jetzt hier dabei, oder? Kein Plan. Auf jeden Fall. Jo. Danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Okay, dann schauen wir mal, wie jetzt das Intro ist und ob das jetzt abschmiert wieder. Wenn ich diese ganze Prozedur wieder machen muss mit dem Laptop. Gartholm ist in größter Gefahr. Unsere Ahnungen waren also richtig und nun ist es an der Zeit zu handeln. Die feindlichen Horden bereiten sich bereits zum Angriff vor. Und wenn wir nicht mit äußerster Entschlossenheit zu Werke gehen, wird die Trutzburg der Zwerge in die Hand des Feindes fallen. Das wäre auch für die Interessen des Imperiums ein fataler Rückschlag. Dieser Gefahr können wir nur noch durch rücksichtslosen Einsatz unserer Klingen Herr werden, denn die Grünhäute werden niemals freiwillig ihre finsteren Pläne aufgeben. Das sind anscheinend doch Orks, keine Dämonen. Grünen Breitmäuler. Ihre Armee hat das bedrohte Gartholm rechtzeitig erreicht. Ja, der Text ist jetzt ein anderer. Um die dortige Garnison zu verstärken. Ihr Ziel besteht darin, sich dem Heer der Orks zu widersetzen und die Invasoren mit allen Mitteln zurückzuschlagen. Gartholm darf nicht fallen. Zudem können Sie hier bei einem Erfolg in Erfahrung bringen, wo sich das Hauptquartier der Orks befindet. Okay, jetzt heißt es Daumen drücken, dass es funktioniert. Oh, schlecht. Abgeschmiert. Naja, bis demnächst.